Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt 8.32 Uhr und ich bin jetzt schon seit 8 Uhr, seit 8 Uhr wach. Und ich dachte, ich filme euch heute ein bisschen meinen Tag wieder. Und ich bin noch nicht geschminkt, ich habe mich aber angezogen. Heute ist aber richtig kalt. Wir haben, wie viel habe ich gelesen? Dann nur 9 Grad oder so. Also es ist richtig kühl und scheint die Sonne nicht. Ein bisschen schade. Aber Hauptsache, es regnet nicht. Lieber ein bisschen kühler und bewölkt, als wenn es regnet. Am nächsten Tag soll es wieder wärmer werden, deswegen eigentlich perfekt. Ja, wir gehen jetzt einkaufen, weil wir haben, wo wir am Freitag einkaufen waren, haben wir zu wenig gekauft. Das heißt, wir haben jetzt auch nichts mehr gescheit zum Frühstücken, deswegen müssen wir jetzt heute zum Rewe und dann gehen wir noch wahrscheinlich kurz in die Stadt. Die Kamera ist so dreckig, so verstaubt. Ja, genau. Ansonsten haben wir neue Gäste bekommen, die wo oben wohnen. Und das Ding ist halt, dass hier die Wände super dünn sind. Also man hört eigentlich wirklich von jedem immer alles. Und die da oben, die poltern da rum. Also die laufen, aber stampfen so, wie als wenn die ganze Armee da oben rumläuft. Also es war echt ein bisschen hart, aber es ging. Genau, ich werde mich jetzt richten, dann werde ich noch was frühstücken kurz und dann geht es auch schon los. Und genau, heute ist Montag übrigens. Und ja, genau. Ansonsten kann ich jetzt euch nicht wirklich irgendwas zeigen, aber jo, ich melde mich dann einfach wieder, wenn es was Spannendes gibt. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. So, ich habe jetzt, achso, meine Haare muss ich noch kämmen. Also die muss ich jetzt noch machen. Ich habe mich jetzt fertig geschminkt heute mal so ein bisschen sommerlicher. Ein sommerlicher Look. Ich habe dafür, was habe ich mir noch verwendet? Ich zeige es euch mal kurz. Und zwar habe ich einmal hier in der Lidfalte meinen Lieblingsbronzer gegeben, der von Bourjois. Den benutze ich einmal super gerne für. Dann habe ich aus der Mrs. Bella Palette, ich finde sie super, also ich liebe sie, die Farbe Sally drüber gegeben und diesen Highlighter verwendet. Unreal. Und aus meiner Naked 1 Palette die Farbe Half-Baked. Das ist einfach meine absolute Lieblingsfarbe. Ich liebe es. Ich finde die so schön. Also ein richtig schöner Goldton. Genau. Mehr habe ich. Achso, doch. Im Innenwinkel habe ich Farbe Virgin gegeben. Und am Unterwimpernkranz Naked und Buck. Die mische ich immer zusammen. Genau. Wir gehen jetzt, beziehungsweise ich gehe jetzt frühstücken und dann würde ich sagen, ja, ich melde mich, wenn es was Spannendes gibt. Wetter ist immer noch nicht so spannend. Ah, obwohl ein bisschen blauer Himmel ist da. Mehr als vorhin. Ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, ich melde mich einfach dann, wenn es was Spannendes gibt. So, ich bin jetzt fertig. Und wir gehen jetzt. Ich benutze gerade super gerne den Escada Born in Paradise. Das ist ein ziemlich altes Parfüm. Das war mal Unlimited Edition. Und es hält noch. Und komischerweise habe ich das irgendwie nie so richtig verwendet. Aber jetzt irgendwie benutze ich super gern. Deswegen, ja, mache ich das voll gern. Ich frage mich gerade, warum ich es euch zeige, wenn es es nicht mal zu kaufen gibt. Aber einfach so. Ich finde es echt cool. Aber ich habe nochmal ein neues, was ich mir kaufen will. Auch dann für die Arbeit und so. Genau, achso, oh, soll ich noch anziehen? Und dann muss ich noch schon mal voll putzen. Und dann geht's. Filmen wir mal wieder ein bisschen. Ja.
Nee, nee, doch. Ja, ich werde unten. So, wir sind jetzt zurück und mittlerweile scheint die Sonne. Oh, das ist richtig schön. Voll schön. Wir sind jetzt wieder zurück vom Einkaufen. Ich wollte ja ursprünglich ein paar Oberteile für die Arbeit kaufen. Das ist aber eine Hose geworden. Und zwar runtergesetzt in Sale. Das heißt Sale. Das hatten die günstiger gemacht. Und zwar von, ich weiß nicht, ob der reguläre Preis da noch drauf steht, 89,95. Und ich habe die jetzt für unschlagbare 39 Euro bekommen. Und zwar ist das, sieht so aus. Wie zeige ich das jetzt euch am besten? So ein bisschen so. So sieht die aus. Das ist so, ja, dunkelgrau, aber auch nicht so ganz grau irgendwie. Also hier oben ist auch noch so ein bisschen hell, also sieht ein bisschen so used look. Und es ist von der Marke Please. Und da habe ich auch die Hose hier. Das ist meine aktuelle Sommerhose. Beziehungsweise die habe ich ja schon, super lange auch hier im Allgäu gekauft. So sieht die aus. Die ist in rosa. So sieht die aus. Und ja, und das ist jetzt der gleiche Schnitt, so wie ihr weit es verstanden habt. Aber hier ist irgendwie so eine Naht. Aber die ist richtig, richtig cool hier mit den drei Knöpfen. Und genau, also ich finde die richtig cool und da muss ich einfach zuschlagen. Und dann habe ich mir nur noch ein paar Socken gekauft. Spannend. Weil ich habe wirklich keine gescheite. Und zwar habe ich einmal, da konnte ich nicht vorbeigehen, die habe ich beim NKD gekauft. Ich war noch nie im NKD. Und zwar von der aktuellen Trachtenkollektion. Schau mal bitte, ist das nicht süß? Ist das nicht goldig? Und dann noch ist hier so ein Hirsch drauf. Richtig süß. Und dann habe ich hier noch solche Sneakersocken und hat gerade mal 6 Euro gekostet. Für wie viel Paar sind drin? 5 mal. 5 Paar. Und dann habe ich noch die, wo ein bisschen länger sind. Dann auch für den Winter in so rosa. Genau, auch für 6 Euro. Also kann man machen. Und ich werde jetzt auch schon was zum Mittag machen. Ich habe so Hunger. Wir haben jetzt auch schon, schon 12:30. Wir waren so lange unterwegs. Und ja, wann Reitstunde ist, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich mache jetzt erstmal was zum Mittag. Aber ich habe keine Kraft mehr. Du bist nicht allein, ich bin da. Komm. Und ich wüsste nicht, was? Nein, ich habe nur das Wetter gecheckt, weil ich jetzt ja mal fahren kann. Handy. Handy. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht für die Reitstunde um 6 Uhr ins Irsch. Wir haben jetzt 5:05 Uhr, aber ich gucke noch bei den anderen zu und helfe ein bisschen mit. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Pferd wieder.